Ja, hey, willkommen, mein Name ist Aniroll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. Ich habe wieder dieses Minispiel gemacht, geil, ne? 55 Punkte, aber relativ einfach. Normal habe ich natürlich gemacht und ja, ich habe verloren. Gibt gut auf schwarze Schieberohren. Und ja, damit hätten wir das auch erledigt, nehme ich mal an. Ja. Ja, da war relativ einfach. Ich jedes Mal beim ersten Versuch geschafft und ja, 20, 30 Punkte bekommen, das war easy, keine Ahnung. So, ja, mein Geoboard. Okay, wir gehen jetzt zum Gipfel und kloppen diesen einen Drachen kaputt, der in regnerischen Tagen hier zurück zu seinem Nest geht, obwohl er irgendwie keinen Sinn macht, weil da oben ist der Regen noch stärker. Warum sollte da oben hingehen, wenn es gerade regnet? Damit dann noch nerviger. Gerade wenn es regnet, würde ich ja durch die Gegend fliegen. Das sieht nicht irgendwie so aus, als wäre irgendwie überdacht gewesen oder so. Habe ich übrigens Joai bekommen und so gesagt? Ich glaube nicht. Egal. Ihr wisst es. Gehe ich. Muss schon sagen, so weit teleportierst du dich nicht, ne? Gut, dann gehen wir mal weiter. Ich hoffe, ich finde irgendwo noch so ein paar Minispiel-Dinger, die ich dann offscreen machen kann. Dann immer mit euch einschalten kann. Weil wir es halt nicht offscreen machen und ich kann dann immer so die Belohnung einsacken und euch zeigen. Ja. So machen wir das. Gut. Wir haben jetzt genug Zeit. Wir können jetzt diesen blöden Drachen hier kaputt hauen. Und das irgendwie, weiß ich nicht, 3 Minuten nur übrig sind. Wahrscheinlich kommt eine riesige Cutscene oder so vor und nach dem Bosskampf. Nehmen wir mal an, da kommt ein Bosskampf, ne? Nämlich, ich nehme jetzt mal nicht an, wir tun uns hier so chillig mit uns. Boah. So chillig mit denen unterhalten. So. Ich habe schon wieder drauf mit deiner. Boah. Ich habe schon wieder drauf mit meiner Sprache heute. Geil, ne? Legastheniker Danilo. Obwohl Legastheniker es auch nicht lesen können, ne? Nee, nicht schreiben können. Eins von beiden, ne? Meines Analphabets nicht lesen können, ne? Legastheniker es nicht schreiben können. So, wer bist du? Einfach ein Drache. つまり空魔じゃないってことか。このまま引くわよ。無理にこんなのとやり合う理由はない。俺にはある。どう？やる気か。は？何言ってるの？そうです。戦ったらただじゃ済みませんよ。 Ja, danke, Eleanor. Oh, oh. Das ist doch nur ein Drache. Shenlong, was? Wie Shenlong? Ja, der zieht mächtig viel ab, habe ich so Gefühl. Oh Gott. Wir kriegen so hart von auf die Fresse hier. Ah! Mal den Katzer noch nicht mal. Ich meine, ich gerade gleich einsetzen. Den kriegen wir nie im Leben down. Und dann mache ich ihm deine Stufe 1 müsste gerade, ey. Mann, immer wenn ich gerade, ja, darf doch einfach nicht weiter. Sollte eigentlich Eisen ja mit ins Team nehmen, ne? Weil er ja gegen ihn kämpfen will. So, dann ist eine Stufe 1 müsste gerade eine. Ihr könnt mich doch mal. Ja, okay, habe ich mir gedacht. Weil bis jetzt war es noch relativ chillig. Ja,
Was zum? Ich glaube, ich weiß, wohin das führt. Oh Gott. Naja, so viel dazu. Seine Geliebte, oder? Zwinger gebetet hat. ドラゴンは汚れに侵された精霊の慣れの果てだ。そう、さっきのドラゴンは。サビーダの知り合いだった精霊。以前、願掛けをしていた相手。おそらくな。精霊も人間のように汚れを発するっていうのか。いや、精霊が汚れを発することはない。だが。 汚れを出す人間やゴーマに接し続けていれば、やがて侵されてドラゴンになってしまう。ボーは聖種の水から血脈に飛ばされた時、調子がおかしくなったんじゃろ？なった。あの空間には汚れが漂っておった。カノヌシへ送られる途中のものがな。あのままだったら僕もドラゴンに器を得ても防げないのですか？影響は軽減できる。 精霊の大魔士どもはさらに精霊の意識を奪うことでドラゴン化を防いでいるようだ。だが完全なものなどこの世にはない。ドラゴンになった精霊を元に戻すこと、いや、was das angeht。お前にはどう見えた？それはそれでも殺せない。ザビーダの流儀の理由か。あんたやザビーダが ドラゴンをどうしようが興味ないし、好きにすればいいわ。けど、さっきみたいに巻き込まれるのはごめんよ。覚えて。タイタニアに戻りましょう。今の話が本当なら、いつかはドラゴンになっちゃうのかな、僕や。 Was das angeht, ja, wir machen einfach mal weiter jetzt. Logis, ich kann nur dahin gehen. Titania, bin voll auf dem Schlauch. Was ist nochmal Titania? Das ist. Ach, wir müssen auch so ein Ding finden. Aha. Irgendwie ist es hier nirgendwo. Hier sind nirgendwo so ein Teil. Titania, boah, das war die Gefängnisinsel, ne? Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch, aber Titania war die Gefängnisinsel, ne? Da ist das Ding. Wird nicht auf der Karte angezeigt, verdammt. Also auf der Minikarte wird es angezeigt, aber nicht auf der großen Karte. Da wird ein Abenteuer, die Dinger ja alle zu finden. Boom.
Sehr schön. Würde mir wünschen, dass es doch ein ganz klein bisschen schneller ist. Und warum ist jetzt hier ein Shop? Irgendwas Großes passiert doch jetzt hier. Am Brief.天使る人知る我が知る貴様の鬼畜な所業を悔い改めよ。お前何やってんだ。知らん。差出人も書いてない。誰がこんな手紙。恨まれるのを気にしていたら海賊なんてやってられん。そうだよな。それより例の物はどうなった。アルミエの方は発送済みっすけど、ノルサマ人形は難航してるっす。すみませんっす。ノルサマ人形って、大昔に 4聖種の精錬で配られてた人形で、4つ全部集めると幸せになれると言われたそうっす。現存するのは赤、青、緑、黒の4個だけらしいっす。情報もほとんどないし大変なんすよ。聖種の人形ということは、イズルトで売られていたアメノチ人形のようなものなのでしょうか。似てるらしいっすが、あんなアンニュイじゃなくて、げんなり？ うんざり、なんかそんなのす。はんなりじゃろ。あ、そう、そうです。はんなりっす。はんなりですか。海賊が神頼みの人形を集めたわの。そんなものが死神の呪いに効くのかい。別に本気で信じているわけじゃないが、万が一にも本当ならあいつは安心して暮らせる。あいつ、 アイゼンが手紙を送ったあいつって女の人なんだよね。なんだよお前、そういうことにも興味が出てきたのか。違うよ、恋人とかそういうことじゃなくて、すごく大人に見えたっていうか。勘ぐるな。妹だ。アイゼンには。あ、エンジェルスラウス。たった一人の家族だ。わけあって。 慣れて暮らしている。そりゃ兄貴が死神ではの。紛る。そうか。それでアイゼンは。アイゼン、ノルサマ人形を探すの手伝うよ。いいのか。うん。よろしく頼む。オッケー。ニュークエスト。カツノラウンド。 犬派か猫派かで大喧嘩してたんだけど、そこまでの問題かな。にゃんとのんきなことを言うておる。この世界にそれ以上に危険な対立はないわん。戦争の陰に犬派と猫派の争いあり。じゃよ、両者の間には浅いが埋まらぬ溝があるのじゃ。むしろ喧嘩で済んでラッキーじゃぞ。そうなんだ。みんなはどっち派なの？ わしは迷うことなく猫派じゃぞ。魔女の使い魔は猫と昔から決まっておるでの。私は人間と共に規律ある生活ができる犬の方が好きですけど、猫も可愛いし好きですよ。ロクロは？しぐれが好きだったから猫はスカン。だが、主君に尻尾を振る犬はもっとスカン。同感だな。餌と引き換えに芸を覚え、尾を振り、釣りより。 やがては遠吠えさえ忘れていくのが犬だ。そんな言い方ないですよ。人間と一緒に暮らすために犬は歩み寄ってくれているんです。優しさですよ。だからアイゼンは猫派ってこと？リス派だ。妹と暮らしていたけど近所の森にモフモフした。いや、トゥナトゥイバッファルカムアンナです。犬派か猫派かの話ですよ。どちらかで。アイヒョンシュンフルビンなんかリーマントンネル。 強いて言うなら猫だな。気まぐれでいて甘える時の愛らしさは妹を思い出させる。ベルベットは犬よ。裏切らないし。お主が言うとそれにならんの。ベルベットとエレノアが犬派、マギルーとアイゼンが猫派。六郎はどっちでもない派じゃから、ボーの一票がこの派閥闘争の雌雄を決するの。ええ。 清涼の犬を卒業した坊は、今度はベルベットの犬になるつもりかい？そういうことじゃないでしょ。
好きな動物がどっちかってだけの話なんだから。そんなに本気で怒ってはボーはもはや犬と答えるしかないではないか。だから喧嘩はやめろでふよ。面倒でふからここ間を取ってみんな仲良くビエンフー派ということで手を打ちませんでふか。ビエンフー派？時に犬のように誠実で時に猫のように気まぐれな僕なら Außer die Katzen-Tunnel. Noch nix, okay. Ich mag lieber Eichhörnchen. Und dann kriege ich meinen Tunnel. Und meine Insel, die zu diesem Tunnel verbinden wird. Ey. Eisen ist irgendwie schon so ein kleiner Nerd, habe ich so gefühlt. Ich verstehe den Typ nicht. Gut, was haben wir denn hier? Wir müssen zur Titania. Warum muss ich jetzt dafür ein Schiff nehmen? Da passiert doch jetzt irgendwas, ne? Oh Gott. Drei. Habe ich du ausgehen die ganzen Dinger? Warum kann ich da? Oh. Ich glaube, ich tue ausgehen die ganzen Insel hier erkunden, weil, weiß ich nicht. Dann haben wir das wenigstens mal erledigt. Notieren wir einfach, was ich gefunden habe und so, und dann haben wir das. Es dauert immer ewig, bis ich alles komplett erkundet habe, habe ich so ein Gefühl. Ja, was ist hier passiert? Sagen, sie sieht nicht so aus wie Lafayette, wenn er. Na, warte mal, wir machen das jetzt mal. 1, 2, 3, 6 Sekunden hat gedauert. Nochmal. Vier Sekunden. Okay, ein bisschen schneller ist es schon. Aber die Hälfte wäre irgendwie noch besser gewesen. Was geht denn los? Das ist auch ein Nickerchen machen. Bienen vergibt mir die übliche Schlaflied zu, damit ich wie ein Baby schlummern kann. Bienen muss ich jede Nacht 3 Stunden lang durchsingen. Oh. Wo muss ich hin? Nach wir müssen wieder zu Dingen sind, ne? Ja, hier kann man auch das Ding einsetzen. Warum muss die Steuerung jetzt so kacke sein? Im Teil, ich meine, das ist ein Board, aber trotzdem, Leute. Warte mal, muss ich lang da. Nur mal ein bisschen dekorieren, Leute. Sieht immer noch so spröde aus. Was Lafayette? Nö. Muss man da hin, oder? Und ich etwas, ja, das ist auch ein Ding. Okay, warte mal, ich glaube, jetzt falsch. Ja, das ist falsch. Meine Expedition ist zurück. Okay, bis auf die neuesten Sachen, die tue ich besser nicht erkunden, weil dann tue ich ja neue Inseln und so freischalten und die möchte ich ja, wenn schon, aufnehmen. Weil ich tue all die Sachen schon mal erkunden hier, die wir gefunden haben, inselmäßig. Notiere ich mir einfach, was ich gefunden habe da. Und ja, sehen wir ja.
Wieso muss ich dafür bezahlen? Das ist unsere Basis hier. Das hat es nicht gemacht. Warum nicht? Sag mir nicht, ich musste ausgerechnet mich hier irgendwie. Hallo, wo muss ich hier? Hol dich etwas aus und dann ist da. Oh, Junge. Ruh dich etwas aus, ist meine Aufgabe. Da ist ein Stern, diese verdammten Dingens drin, ey. Die Krise. Gott. Dann gehen wir eben weiter da rein. Jetzt richtig, ne? Müssen wir zu Velvets Kerkerken gehen. Oh. Das wollte ich einsammeln, aber okay. Ja, ab nach Hellawes nehme ich an. Cool. Warum? Ich war doch gerade da. Warum habe ich mich da rausgeportet? Wo muss ich hier noch mal hin? Da war schon richtig, verdammt. Nee, das ist nicht richtig. Okay, cool. Da lang, ne? Ja, warte mal.
hier lang. Ah, muss ich wieder da runter gehen, ey. Ich weiß nicht vor, noch viel mehr aufzunehmen. Deswegen würde ich gerne an einen guten Punkt hier aufhören, aber anscheinend wird das wohl nicht der Fall sein für eine ganze Weile. Wahrscheinlich werden wir jetzt wieder gezwungen, hier uns einige Cutscenes und so anzugucken. Da können wir wieder nur zu einem bestimmten Ort oder so hingehen. Irgendwie so was. Oh Gott. Warum muss das so eine Steuerung sein? Ich meine, wir sind auf dem Board und das muss realistisch sein. Ich weiß, aber trotzdem. Kann man nicht normal laufen damit? Was? Junge! Oh. Komme ich zum südlichen Wachturm, ey. Ey, schon wieder voll Zeit verschwindet, ja. Gegen die Krise. Ey, mit dem Board rumzufahren ist echt dämlich. Die ganze Zeit, die sollen mir in den Weg kommen. Ja, genau die. Und da kommen wir zum südlichen Wachturm. Da möchte ich mich, wenn auch schon, überall hin bewegen können. Wenn es geht. Ich verlange ja nicht viel, ne? Na, warte mal hier. アジトの整備も順調に進んでるや。昨日渡した開閉式の通気窓だな。作り直させてくれ。なんで？ もう取り付けちまったし、作り直すような不具合はなかったぜ。いや、帳盤を動かすときにわずかにきしむ音がした。風が吹いたらキシキシと吹かない。反射点ウィンドウ。そのくらいどうってことないって。だいたい海風に当たってたら錆びてくるし、それよりもう少し大きめの鍋とフライパンを作ってほしいんだけど。ダメだ。あの通気窓が気になっているうちは。 まともな鍋も。はい、ゴッド。わかったよ。通気窓も作っていいから、鍋とフライパンも頼むよ。ついでにこの前作った侵入者撃退用の解体のこぎり装置も直していいか。あれも？でもあれは満足の出来だって言ってたろ。そのつもりだったが、よく考えたら装置を止めるスイッチを作り忘れていた。直していいか。 Sie rotierende Todesmaschine. Ja, das ist halb so wild. Ich habe eine Feuerspeien-Turm hier gebaut, den ich abschalten kann. Hier so halb so wild, oder? Nein. Das macht man nicht. Aber schon lange nicht mehr. ヘラビーサ港から向かうのが最善だな。 前に大騒ぎを起こしたから街に入るのは難しいかもな。レヴィク、ヘラビーサは今どうなっている？前に俺たちのボラードだった商船組合はガタガタだよ。けど、なぜか清涼の管理も弱まってるみたいだ。救援物資は運ぶ不定の船があるみたいだから、輸送船のふりをすれば入り込めると思う。その物資を横流しすれば、新しいボラードも見つかるはずだし。救援物資か。 だからこそ付け込む隙もある。そうね。その策で行きましょう。了解。速攻で用意するよ。
Exorzisten und Malakim. の大魔師たちは聖騎してる精霊に祈ったりしないよね。制約のことと祈りと過去。そのような話は初めて聞きました。以前の私がそうだったように、聖霊の大魔師にとって聖霊は術技を使うための道具に過ぎません。やっぱりそうだよね。でも聖主カノヌ氏は別です。大魔師は皆、デスヴィンゲザゾシュターク。マットゼン。そればかりか、この国の人々も聖主の救済を願っています。 アルトリウス様の導きのもとに。あ、だからなんだ。王は軽くりに気づいたようじゃの。え？アルトリウスが聖霊を聖主教会の内部組織にしたのは、人間の意識をカノヌ氏に向けるためだった。人間たちがアルトリウスを英雄視したとしても、その向こうにカノヌ氏の存在を感じるように。世界中の人たちがカノヌ氏を信じて、その心が 祈りが集まってるってことは、カノヌ氏の力は聖主教を人々が信じなくなっていたこの数百年間とは比べ物にならないほどに高まっていると。そうじゃろうの。制約も祈りも加護も傲慢も、この世の沙汰は心次第。心とは実に便利で難儀な魔法の力じゃ。私たちは本当に世界すべてを相手に戦いを挑もうとしているのですね。エレノア、 そんなに困ったかはしないで、頑張って強くなるから。僕を信じて。僕だって精霊なんだから。ライフセット。なんだか急に頼もしくなりましたね。そうかま。そうやって照れるところは可愛いですけどね。どうしたの？顔が赤いわよ。え？そんなことないわ。 Ein Brief. Ja toll, zieh den Partner in die Länge. Oh, Eisen mit Lesebrille, heiß. <笑>手紙をもらうってどんな感じ？なんとも思わん。むしろいらんな。こんなものもらっても嬉しくもなんともない。え？これは仮面人からの請求書だ。どうした？お前も手紙が欲しいのか？ うん、僕には手紙を送ってくれる人も手紙を送る相手もいないからね。ライフセット、あなたにお手紙ですよ。え、本当に？誰からだろう。差出人はビエンフ？イエス！僕からデフよ。そろそろ手紙が欲しくなる頃だと思ってしたためておいたデフよ。嬉しいデフか？ うん、ありがとう。では、僕が読んであげるでー。背景、聖霊ライフィセット様、貴殿、ますますご清聴のこととお喜び申し上げます。小生もおかげさまで変わらぬ日々を過ごしております。イエンフーって普段はあんなだけど、本当はしっかりしてるんだな。What？マギルー姉さんの衣装のアイロンがけ、 ボタン直し、お帽子と長靴下の手洗いが日課なのはご存じの通り、先日などマギルー姉さんに最近お腹のお肉がいささかふくよかではないかと忠告申し上げましたらば、単純軒下に逆さずりにされ、危うく星のるみになるところでございました。あまりの辛さに小生頬を伝う涙を止めることができませんでした。ビエーン。 Nein, das ist der Bin, vor den wir kennen. Okay, ganz gut.
Ja, aber dann kommt hier auch so ein Gespräch. Hi, was geht? あれだけ詰めば疑う人はいないでしょうね。新しいボラードに心当たりはあるか。どこの誰ってのは分かりませんけど、最近はエラビーサの漁師の羽振りの良さが目につきますね。漁師か。救援物資に燃料と浸水を多めに入れておけ。浸水は琥珀浸水の12年ものですよね。 エラビーサの船乗りは琥珀浸水に目がないそうで。ダイルの情報か。抜け目ないな。情報量だと1本持ってかれましたけど、多めに見てやってください。みんな、なんだかんだで一目置いてるんです。2本目を持ち出したら、大目玉だと伝えておけ。はい。こっそり抜かれないよう、目を光らせておきます。 Schneid einfach seinen Schwanz ab. Ich meine nicht den hinteren. Gut. Hey, was macht ihr denn hier? お母さんはそんなこと言いませんよ。なんでエレドアにわかるの？それはわかるから、わかるんです。なんか嘘だ。ああ、泣かないでモアナ。 気が済むまで泣かすしかないのよ。理屈じゃないんだから。ずいぶん慣れてるんだな。まあね。うちのラフィーはしっかりした子だったけど、それでも小さい頃は時々こうなったから。さあ、今のうちに出発するわよ。殿下、ダイル、 モアナを頼みます。頑張ってみる。だが、裏のない子供の相手は政治より難しいよ。王子とトカゲじゃ母親の代わりにはなれないしな。Wieso das denn nicht? Okay, Hellawes, lange ist es her. Können wir uns trotzdem noch frei bewegen irgendwie? Oder sind wir jetzt hier geskriptet irgendwie? いつになったらテレサ様の代わりの大魔師様が派遣されてくるんですか？近頃は町のすぐ近くまでゴーマが出て不安でたまらないんです。 お察ししますが、我々は別の任務でノースガンドに来たのです。前に来た大魔師様も同じことを言って北に行ってしまった。一体北に何があるって言うんですか？まさか聖領はレディ様に私たちにも罰を与えているのですか？そのようなことは任務がありますので失礼。 大魔神は町を素通りして北へ向かっている。
Okay. Na, ah, so kann man also. Die Organisatoren Harrison League ein Auftreten. Was? Okay, ich würde aber sagen, ich beende Party, ja. Speicher hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo, ein Kommentar hinterlassen würdet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.